Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe im Jahr 2021. Und in diesem Jahr lese ich Bibelstellen und Texte aus Andachten aus der YouVersion Bible App vor und aus unterschiedlichen Bibelleseplänen. Und heute gibt es etwas aus Jesaja 11. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Die Geistin des Herrn wird auf ihm ruhen, die Geistin der Weisheit und der Einsicht, die Geistin des Rates und der Kraft, die Geistin der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Jesaja 11. Nun, auf Jesus ruht also die Geistin der Wahrheit und des Rates. Auf Jesus ruht die Geistin der Erkenntnis und der Frucht des Herrn, die heilige Ruach, die weibliche Person der Dreieinigkeit. Jesu Urteil gründet sich nicht auf Äußerlichkeiten. Auch wir haben die Möglichkeit, die heilige Ruach, die heilige Geistin in unser Leben einzuladen und uns von ihr leiten zu lassen. Die heilige Ruach kann dir nicht nur bei Entscheidungen helfen und Ratgeberin sein. Die heilige Ruach kann dir helfen, andere Menschen immer wieder mit den Augen Gottes zu sehen. Viel zu oft sortieren wir ja Menschen in Schubladen ein. Viel zu leicht urteilen wir über Menschen alleine durch Äußerlichkeiten. Und darum der heutige Vorschlag: Versuch doch heute an diesem Tag einmal Menschen, die dich herausfordern oder die dir das Leben schwer machen, mit Gottes Augen zu sehen. Versuche zu erkennen, wie wunderbar Gott auch sie geschaffen hat. Und lade dazu die heilige Ruach, die heilige Geistin, die weibliche dritte Person der Dreieinigkeit ein, zu dir zu sprechen über diese herausfordernden Menschen, die dir begegnen und die du in den Blick nimmst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Segen und freue mich darauf, morgen das nächste Hoffnungstürchen mit dir zu öffnen. Bis dann.